Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Barbell und in diesem Video gibt es ein weiteres Home Gym Essential für alle Crossfitter, Calisthenics, Handstand-Trainierende und Leute, denen die Handgelenke ab und zu mal wehtun. Dreht sich alles um Equipment für dein Home Gym, für dein Gym oder einfach für dein eigenes Training, wenn du jetzt mal draußen trainierst oder auch Equipment in deiner Trainingstasche mitnimmst als, ich sag jetzt mal, Kraftsport trainierender Crossfitter. Und Calisthenics zählt für mich auch zu Kraftsport, weil Cardio ist auf jeden Fall nicht. In diesem Video geht es um die Wood Power Low Parallels, die ich mir rausgesucht habe für die Handstandkurse hier bei uns im Berlin Barbell Gym, weil ich ein paar tiefe, flache, kleine Parallels haben wollte, auf denen man vor allem Handstand üben kann für all die, die immer wieder so ein bisschen Handgelenksprobleme bekommen, wenn sie, naja, ich sag jetzt mal sehr unvorbereitet, weil sie noch nicht so lange Handstand machen, anfangen Handstand zu üben. Und das ist auch ein großer Punkt, warum die funktionieren. Aber im Detail gehen wir darauf jetzt nochmal. Insgesamt eignen sich Parallels für, ich sag jetzt mal, drei globale Übungen. Nummer eins ist alles, was in der Liegestützposition mit einem Push-Up oder einer haltenden Position zu tun hat. Nummer zwei wäre L-Sit-Variationen, die nah am Boden sein sollen. Sehr, sehr herausfordernd, aber gerade für die Calisthenics-Boys wichtig. Nummer drei wäre dann nicht Push-Up, sondern der Handstand. Und ganz besonders ist der größte Faktor, warum man Parallels benutzt, einfach um die Handgelenke und Hände in einer anderen Position zu haben, weil es a entlastet und b gerade beim Handstand auch das Üben der Kraftverteilung auf, ich sag jetzt mal, die Druckpunkte dieses Griffs einfacher macht. Man bekommt die Dinger auf Amazon für 29 Euro und man bekommt dafür Holz, ne, zwei trapezförmige Körper. Das Quader, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich habe in Mathe überhaupt nicht aufgepasst. Und das Holzstück, der Griff ist reingeleimt und nicht verschraubt, was sehr wichtig ist, denn ich kenne viele kleine Parallels, die irgendwie verschraubt sind und dann relativ schnell Spiel bekommen, anfangen zu wackeln. Und wenn die Dinger wackeln, macht es wirklich gar keinen Spaß mehr. Aber ist ganz klar, für 29 Euro und wenn man die Dinger vernünftig behandelt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die in einem normalen Home-Gym-Trainingsgebrauch jemals kaputt gehen soll. Abgesehen davon, dass der Griff der Parallels relativ dick ist, was alles mit Druck vom Handgelenk auf die Griffe sehr viel angenehmer macht, gerade wenn du jetzt einen Kunden hast oder selber im Training immer wieder Probleme mit den Aufstützen hast, ist es immer besser, wenn der Griff ein bisschen dicker ist als dünner, kann ich gar nicht so viel anderes über Parallels sagen. Wenn du weißt, was du mit den Parallels machen möchtest und du suchst welche, machst du für 29 Euro nichts falsch. Und ich würde auch behaupten, wenn du jetzt ein Gym hast, sowas wie eine CrossFit-Box oder ein Fitnessstudio und du möchtest gerne ein paar haben, weil sich das jemand wünscht oder vielleicht einen ganzen Kurs ausstatten, sind jetzt 29 Euro Investitionen für ein paar Parallels auch wert, dass man sagt, man kauft davon mal 6 Stück, man kauft davon mal 8 Paar, um einen ganzen Kurs, einen ganzen Handstandkurs oder Gymnastikskurs irgendwie damit trainieren lassen zu können. Einfach nicht die Welt, weil 29 Euro und wenn die Dinger vernünftig behandelt werden, halten die bestimmt ein Jahr, vielleicht auch 2 oder 5, das werden wir mal sehen. Und dann kann man selbstbewusst sagen, die Investition ist es wert, wenn man vergleicht, wie viel Mehrwert man da rausbekommen kann, wenn man es in das richtige Training und das richtige Kurskonzept packt. Davon ist jedes Equipment immer abhängig, genauso Unterschied bei Bumper Plates und Weightlifting Competition Plates, immer die Frage, für wen kaufst du das und wer gibt dir dafür irgendwie Mehrwert oder welchen Mehrwert hat das für dich in deinem eigenen Training. Deshalb würde ich sagen, Wood Power Low Parallels sind nicht ohne Grund Bestseller auf Amazon und denke ich, sollten das auf jeden Fall auch bleiben, egal wie der Holzpreis gerade nach oben geht, aber noch sind sie auf Lager. Fazit der Geschichte, es lohnt sich, Parallels zu haben in seinem Home Gym, ist für mich ein absolutes Essential als Calisthenics, Kraftsport oder Crossfit Trainierender. Mit denen macht man auf jeden Fall nichts falsch. Wenn man kleine haben möchte, wenn man große haben möchte, sollte man sich große kaufen. Review dazu kommt auch noch in den nächsten Wochen. Aber mit denen hier macht man keinen Fehler. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, wenn du die kaufen willst, check gerne mal unsere Affiliate-Links über das Amazon-Partnerprogramm in der Beschreibung aus. Wir verdienen da ein bisschen was mit, aber du hast keine weiteren Kosten daran. Ansonsten, tut mir den Gefallen, abonniere den Kanal, like dieses Video und schreib mir unten in die Kommentare, warum oder warum auch nicht
du Parallels für dein Home Gym haben möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal.